Ja, hallo hier aus dem Rathaus der Gemeinde Lehre. Die Gemeinde Lehre ist eines der jüngsten Mitglieder des Geoparkes Harz Ostfalen Braunschweiger Land. Wir natürlich vertreten im Braunschweiger Land gelegen. Ja, und da wir noch ein neues Mitglied sind, suchen wir noch nach geologischen Besonderheiten unserer Gemeinde Lehre. Wir haben zum Beispiel schon einen Teil gefunden, der wird irgendwann demnächst dann auch umgesetzt. Das sind die Wölbecker, die bei uns in der Ortschaft Lehre. Wir haben aber auch gelernt, es geht nicht nur um alte Steine, die im Boden liegen, es geht auch um andere Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel unsere fünfflügelige Holländer-Windmühle in Wenthausen. Das ist die einzige funktionsfähige fünfflügelige, die es in Deutschland gibt. Das ist zum Beispiel eine Besonderheit, das könnte ein Geopunkt werden und entsprechend für Menschen, die dort Interesse haben, auch erkennbar gemacht werden, mit Schildern oder mit einer Ruhebank oder was auch immer, dass man nicht, dass man hinsetzen kann und dieses Gebäude auch wirklich mal zur Kenntnis nehmen kann, dieses Kulturdenkmal. Ich wünsche uns heute einen schönen Tag des Geoparks. Ich freue mich, dass wir mit unseren Nachbarn, mit der Domstadt Königs Luther am Elm gemeinsam unsere Vorstellung machen können hier heute. Ich finde es toll, dass dieses Format so gewählt wurde, weil es Gemeinsamkeiten zeigt. Es zeigt Teams, ohne andere Teams auszuschließen. Wir sind im Geopark eine große Familie und möchten den Geopark heute an diesem Tag einfach allen bekannter machen. Auch hier bei uns in der Gemeinde Lehre. In diesem Sinne, alles, alles Gute aus dem Rathaus in Lehre. Bleiben Sie alle schön gesund und viel Spaß heute. Die Gemeinde Lehre liegt im Braunschweiger Land und verbindet die Städte Braunschweig und Wolfsburg. Die Gemeinde liegt am nordwestlichen Rand des Landkreises Helmstedt und hat rund 12.500 Einwohner. Herzlich willkommen hier in der Stadt Königs Luther am Elm am Geopark Informationszentrum. Geopark Informationszentrum? Was ist das denn? Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Hier befinde ich mich am Schreibtisch, wo Sie die netten Damen empfangen, wenn Sie das Geopark-Informationszentrum betreten. Hier erhalten Sie alle Informationen, nicht nur zum Informationszentrum, sondern zu allen Geopunkten, Geopfaden und alles, was wir im Geopark so haben, aus erster Hand. Kommen Sie vorbei und nutzen Sie es. Die Gemeinde Lehre ist erst seit wenigen Monaten Mitglied im Geopark-Trägerverein und ist zurzeit auf der Suche nach Geopfaden oder Geopunkten. In der Ortschaft Wenthausen steht die fünfflügelige Holländer-Windmühle. Ist die einzige ihrer Art in Deutschland, die betriebsfähig ist und ist ein Technikdenkmal. Sie wurde erbaut 1837 von den Braunschweiger Verlegern Karl und Eduard Fiesig, wird also im nächsten Jahr 185 Jahre alt und war ein Ersatz für die alte Wassermühle bei Wenthausen an der Schunter. Und die wollte man zu einer Papiermühle umbauen und so entstand die Holländer Windmühle. Hier befinden wir uns in einem der Ausstellungsräume, wo Sie vieles über die Erdgeschichte im Braunschweiger Land erfahren, mit besonderen Exponaten und vielen anderen Dingen. Wie gesagt, kommen Sie vorbei und informieren Sie sich. In der Ortschaft Essenrode befindet sich das Herrenhaus Essenrode, auch Schloss Essenrode genannt. Es wurde 1738 als Herrenhaus der von Bülows errichtet und wird heute von den von Lüneburgs bewohnt. Gestiftet von Kaiser Lothar III. Und Kaiser Richenza. Neuerdings auch anerkannter Frauenort hier im Land Niedersachsen dank Kaiserin Richenza und ihres Wirkens. Darum geht es jetzt aber heute eigentlich gar nicht, denn das ist Start und Zielpunkt des Geopfad Königs Luther. Und den will ich Ihnen etwas näher bringen. Hier startet der Geopfad Königs Luther. Sie kommen vom Kaiserdom zur Lutherquelle, sehen den Steinbruch Heinholz, den historischen Steinbruch im Anschluss und kommen dann wieder hierher. An welchem kleinen Häuschen stehe ich denn hier?
eine neue Errungenschaft des Naturparks Emlappwald. Unsere Stempel-Wanderkarte, sage ich einmal. Hier können Sie Ihre Stempel sozusagen sich an vielen, vielen Orten im Naturpark Emlappwald holen. Und wenn Sie einmal schauen, können Sie hier Ihr Stempelbuch, das Sie in allen Touristinformationen erhalten können, entsprechend prägen und abstempeln. Viel Spaß dabei! In der Ortschaft Essehof befindet sich der kleine Tierpark Essehof. Dort sind Besucher groß und klein sehr willkommen. Es gibt viele exotische Tiere und es ist ein Anziehungspunkt in der ganzen Region Braunschweig-Wolfsburg. In der Ortschaft Lehre wurde 1835 August Hermann geboren. August Hermann war deutscher Lehrer und hat sich sehr verdient gemacht um den Mädchenturnsport und gemeinsam mit seinem Kollegen Konrad Koch hat er 1874 das Fußballspiel in Deutschland eingeführt. Hier befinden wir uns an der zweiten Station des Geopark Königs Luther am Brunnenhaus an den Quellen der Luther. Wie Sie sehen, ist dieses Gelände in einem nicht ganz so schönen Zustand. Das macht aber nichts. Zusammen mit der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz sind wir dabei, Überlegungen anzustellen, wie wir dieses Gelände anders und schöner gestalten können. Dafür brauchen wir noch etwas. Lassen Sie sich überraschen. Also kommen Sie nun einmal vorbei und in einem guten Jahr vielleicht wieder, dann sieht es hier ganz anders aus. Zu den anderen zwei Stationen, die ich vorhin genannt habe, des Geopfades, werde ich Sie jetzt nicht mehr entführen. Die müssen Sie alleine erkunden. Viel Spaß dabei! In der Ortschaft Flechtdorf befindet sich die Burg Kampen, auch Schloss Kampen genannt, eine frühere Niederungsburg. Die Burganlage ist entstanden, das heißt, sie wurde zum ersten Mal erwähnt im Jahre 1279 und wird von den beiden Armen der Schunter umschlossen.